Hallo und herzlich willkommen. Heute machen wir Rückhand. Ja, Rückhand ist einer der schwierigsten Schläge im Badminton, die es so gibt. Macht aber nichts. Wie gewohnt brechen wir auch das dieses Mal Schritt für Schritt runter, sodass wir auch hier, glaube ich, das einigermaßen hinbekommen. Wir machen Rückhand sowohl Drop als auch Clear als auch Smash. Schritt 1. Ich stehe zum Ball. Bei Rückhand gehen wir davon aus, dass mich der Gegner hier überspielt. Das heißt, also wenn ich hier beginne zu laufen, Auftakt habe, einen Schritt nach hinten und den rechten Schritt, rechten Fuß nach vorne. Und in der Zeit nehme ich den Arm hoch und treffe den Ball hier seitlich über dem Kopf. Ja, schön fast direkt an der Seite beim Clear und beim Drop. Beim Smash treffe ich ihn einen Tick weiter vorne, da ich ja hier etwas Winkel nach unten brauche. Schritt 2, Griffhaltung. Heute haben wir weder den Vorhand noch den reinen Rückhandgriff, hat immer was dazwischen. Und zwar ist es so, wenn man eine Rückhand spielt, legt man den Daumen nicht ganz hier nach hinten, sondern hier an die Ecke. Da und hier in die Mitte. Da ist der Griff für eine weitere Rückhand. Ja, dann hat man nämlich hier immer noch die Möglichkeit, sich mit dem Handgelenk zu drehen. Vorhandgriff, Daumengriff auf Rückhand und bei der langen Rückhand ist hier der Daumen. So halte ich den Schläger. Schritt 3, Armhaltung. Ja, also es geht damit los, dass ich eben von meinem Griff hier meinen Arm eindrehe und wenn ich den eingedreht habe, kommt der Ellbogen nach vorne. Wenn der Ellbogen hier oben ist, kommt der Unterarm nach und hier dann Handgelenk und Finger. Ich mache es nochmal von vorne. Okay, das sieht von der Seite folgendermaßen aus. Schritt 4, der Körper. Auch hier kann ich wieder mit dem Körper einiges unterstützen. Ja, und zwar geht es wieder mit dem Fuß an. Wenn ich also hier stehe, ist es dieses Mal wichtig, dass ich dann stehe, einen Tick bevor ich schlage, weil ich dann hier mich hier abdrücken kann und gleichzeitig den Oberkörper hier Richtung Ball, Richtung gegnerisches Feld nach vorne drehe. Ja, sieht insgesamt so aus. Aus der Bewegung unterstütze ich meinen Schlag. Zusammen mit der Schlagbewegung kommt dann folgendes Bild raus. Auch auf Rückhandseite gibt es verschiedene Schläge. Clear, Drop, Smash. Die werde ich euch alle gleich mal demonstrieren. Im Wesentlichen ist der Unterschied nur eben eine leichte Verschiebung im Treffpunkt beim Smash, so wie ich es vorhin gezeigt habe. Und je nachdem, wie fest ich den Ball schlage, beim Cross-Drop drehe ich das Handgelenk noch etwas mehr ein, sodass ich ein bisschen einen Winkel in den Ball kriege, um ihn dann eben cross spielen zu können.
nicht immer bekommt man den Ball wirklich seitlich vom Körper. Manchmal wird man auch echt überspielt. Man kann den Ball nur noch hinterm Körper schlagen. Das ist insofern auch kein Problem. Nur muss man dann gegebenenfalls eher auf Drops zurückgreifen, weil einfach der Winkel schlechter wird und man nicht mehr die ganze Rotation in den Ball reinbekommt. Zu den drei Drop-Varianten. Die Variante 1 ist der kurze Drop hinters Netz, relativ langsam gespielt, um den Gegner nach vorne zu locken. Die Variante 2 ist der schnelle Drop hinters Netz. Der darf auch ruhig einen Meter hinter die Aufschlaglinie kommen, einfach um den Gegner zu zwingen, am Ball von unten zu spielen. Und Variante 3 ist dann eben der Cross-Drop, der ab und zu als überraschende Alternative eingesetzt wird, und auch ein direkter Punktschlag ist. Beginnen kann man mit Fingern und Handgelenk von meinem Griff ausgehend. Das heißt hier, wenn der Daumen drauf ist, das ist alles locker. Und dann zum Schlag und nur beim Schlag klappe ich hier um. Jetzt kann man schön hintereinander machen. Hier hört man das Ganze wieder. Übungsform Nummer 2 ist das Ganze eben im Stand, aber mit Arm. Das heißt, ich mache hier wieder als Übungsform Nummer 1. Nur dieses Mal nehme ich den Ellbogen mit. Das heißt, hört es wieder schön, und wenn der Ellbogen führt, kann man hier die Beschleunigung einleiten. Übungsform Nummer 3, wenn man einen Partner oder etwas Platz zur Verfügung hat, dann mit Ball.